Hallo, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, zu dieser neuen Sendung. In dieser Sendung, in dieser Ratgeber-Sendung, geht es um das Thema, wie mähe ich den Rasen. Sie dürfen gespannt sein. Und wir gucken jetzt uns ein kleines Filmchen an. Viel Spaß. Hallo, das ist der Rasen, wie ich ihn gemäht habe. Werner, das hier ist der Rasen, den ich noch zu mähen habe. Ich werde mich selbstverständlich auch gleich filmen, wie ich Rasen mähe. Gleich geht's los. Ich hoffe, ich kriege es hin. Das ist der Rasen, der gemäht werden muss. Naja. Schweiße meines Angesichts. Ja. 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 Und das bin ich. Ich zeige euch mich dann. Ja. Alles klar. Erstmal, wenn ich jetzt Pause mache. Aber ich lasse das Video nicht durchlaufen, sondern nur auszugsweise. Ich mache erstmal Pause. Und dann seht ihr mich dann gleich hoffentlich mit dem Rasenmäher wieder. So, ich mähe gerade. Ich muss dann im nächsten Video mal die Kamera irgendwo einfach hinstellen. Dann, wenn ihr mich in voller Aktion seht, irgendwie, hoffentlich. Ich hab hier keinen Stein und so. Ja, gute Freunde, so ist das. So. Und dann kann man sagen, gleich hier, warte mal. So, erstmal, ich stelle euch mal die Kamera ab. Da werde ich mich mal selber filmen, wie ich hier raus mehr bedienen kann. Ich muss ihn erstmal ausmachen. Ah, wie haben wir denn noch? Wo bin ich denn überhaupt? So. Ah, scheiße. Ich lach mich kaputt. So, Freunde, ich werde jetzt noch mal mähen und dann werde ich das machen. So, der Rasenmäher ist mit Motorschaltung. Wieder live zurück zur Sendung Du und dein Garten. Da, der Rasen ist ab. Der Rasen ist ab. Und das geht nur mit einem Rasenmäher von Dolmar. Stark und kräftig. Dieser Rasenmäher. Ja. Da oben muss ich noch machen, da oben hier muss ich noch mähen und dann bin ich fertig. Fix und fertig. Alles klar, dann
Man sieht sich später. Auf Wiedersehen. So, das war's, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Und schalten Sie bitte das nächste Mal wieder ein bei irgendwas von mir. Und dann würde ich mich freuen. Eine schöne Zeit und bis dann. Auf Wiedersehen.